Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Eine Runde mache ich noch, habe ich gesagt. Das machst du noch, das kriegst du hin. So. Und jetzt haben wir fliegende Zombies. Das heißt, wir brauchen das. Kann ich eigentlich nicht. Ah ja, cool, ich kann hier den Shop wechseln. Sunflowers to turn them into twin Sunflowers. Gives twice as well. Okay. Garden Rake takes out the first zombie that steps on it. It lasts for 3 levels. Können wir mal gucken, was das ist? Ja. 20.000. Probieren wir doch mal. Okay. Puffshroom. Ja, den brauchen wir. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin schon ein bisschen müde. Das war die letzte Aufnahme, jetzt würde ich sagen, für diese Aufnahmesession. Den brauchen wir nicht. Einen Kaktus haben wir, ja, ja. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert bis jetzt. Und ja, was ist denn noch? Was ist denn noch so? Was ist denn noch so? Die Bomben brauchen wir wieder für den Notfall. Und ja, den nehmen wir noch. Das ist okay. Nehmen wir nicht so. Ist doch jetzt ein bisschen, bisschen doof. Müssen wir so machen. Okay. Plant. Diese Twin Sunflower würde mich ja auch mal interessieren. Ob sich das lohnt. Müssen wir mal gucken. Könnte ich ja vielleicht irgendwann mal ausprobieren. In einem anderen Spielstand oder so. Are coming. Ich habe euch nicht gesehen. Wo kommt ihr denn? Auf welcher Lane? Könnt ihr mir das mitteilen? Ah, da oben. Ihr habt euch verraten. Ach nee, da unten. Er ist gegen die Hacke getreten. Fail. Epic fail, Zombie. So. Ich brauche mehr Sonnenlicht. Ich brauche mehr Sonnenlicht. Gebt mir Sonnenlicht. Licht. So. Hier noch einer. Hier noch einer. Ah, da unten. Komm schon. Oh, er ist weg. Nee, doch nicht. Hat er überlebt. So, gehen wir erst hier in die Mitte. Und ich brauche dann auch schnell die Kakteen. Ich glaube, die mache ich dann auf die Lane hier. Die werden wir dann sehen. Vorerst reichen erstmal die hier. Vorerst. Aber wir brauchen unbedingt mehr Sonnenlicht. Deswegen mache ich jetzt hier auch Sonnenlicht-Action. So. Ich hoffe, die war jetzt nicht allzu sehr kacke gesetzt. Sie war allzu sehr kacke gesetzt. What should we do? Wir kommen niemals auf 150 in der Zeit. Oder doch? Okay, war nur ein kleiner Verlust. War noch zu ertragen. Ja, den da. Dann. Sollte das passen? Ich hoffe mal. Hier in die Mitte müssen welche, ne? So. Genau. Der war sehr gut gesetzt. Okay. Vor können noch welche von diesen. Ah, ich habe einen gehört. Wo? Auf welcher? Ach, scheiße. Oh. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich. Plupp. Machst du den
auch fertig. Paut. Ich glaube, wir müssen die Kakteen setzen. Ich glaube das wirklich. Gut, die Sonnenpilze wachsen jetzt Gott sei Dank. Das heißt, wir haben eine gewisse Abwehr schon mal. Kaktus, do your thing. Aber der Kaktus ist auch ziemlich stark gegenüber Gegnern, einfach so, würde ich mal sagen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Scheiße! Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes... Warte. So, wir haben kein großes Problem mehr. ja. Sollte eigentlich nicht passieren. Okay. Noch eine Sonnenblume. A huge wave of zombies is approaching. Ja. Schön. Oh, bitte auf einer der Lanes, wo auch Kakteen stehen. Nee, genau da unten. Ist klar. Spiel. Okay, der kommt durch. Da können wir nichts machen. Da muss ein Rasenmäher herhalten. Was können wir da machen? Ich weiß was. Ja. Was ist das denn? Eine neue Pflanze. Ist ja übelst geil, und. Blows away all balloon zombies and fog. Okay, die können wir wahrscheinlich nur einmal einsetzen dann. Na gut, okay. Das und viel mehr. Wir haben jetzt 7 Minuten. Ist ein bisschen kürzer die Folge, aber ich bin auch übelst müde und ihr müsst mir das einfach mal verzeihen. Ist ein bisschen kürzer die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Plants vs. Zombies. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.